So, Buch 2, Kapitel 3. Jetzt haben wir auch noch zwei andere Quests. Die führen uns genau in dieselbe Ecke wie der Oberanführer Uzor. Was benötigt ihr? Ich wäre den Orks, denen ich folgte, leicht ausgewichen, Algier, wenn er nicht dieser Oberanführer gewesen wäre, der an ihrer Seite reiste. Uzor, so nannten sie ihn. Und sie zeugten ihm die Art von Respekt, die diese Kreaturen ihren stärksten und wildesten Kriegern vorbehalten. Wahrscheinlich kehrte Uzor über den Mückenwasserpass nach Rauschsprung zurück, denn das schien sein Herrschaftsgebiet zu sein. Er muss getötet und die Befehle, die er erhielt, müssen in unseren Besitz gebracht werden. Rauschsprung liegt nordwestlich von hier, am nordöstlichen Rand des Mückenwasserpasses und ist von seichtem Wasser umgeben. Bezwingt den Oberanführer Uzor und sucht in seiner Nähe nach einem Brief. Kehrt siegreich zu mir zurück, dann bereden wir, was als nächstes zu tun ist. Rauschsprung wird sich als gefährlicher Ort erweisen, Algier, also habt Acht. Ich werde meine Suche nach Radagast fortsetzen. Wunderbar. Wir nehmen noch die zwei anderen Aufträge an. Seid gegrüßt. Wir sollen Kandagis Bogen finden, hat er gesagt, dass er den verloren hat. Und... Was benötigt ihr? Ledierte Schatullen. Ich glaube, das sind Schmuckstücke oder sowas. Oh, jetzt bin ich abgestiegen, so ein Mist. Also auf jeden Fall ist es Diebesbeute der Orks und die sollen wir natürlich wieder zurückholen. Also auf gen Norden. Ich glaube übrigens, dieser Weg ist ein Weg, den Gandalf genommen hat. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber. Zumindest ist hier Aragorn mit den anderen lang, denn der ist so ein bisschen sichtgeschützt und die haben einen sichtgeschützten Weg genommen, um den Nazgul, naja, nicht zu entkommen. Sie waren ja nicht konkret verfolgt zu dem Zeitpunkt, aber um ihnen keinen Anhaltspunkt zu liefern, wo sie eigentlich sind. Wir sehen ja, hier ist so ein bisschen sichtgeschützt, der ganze Weg. War mal ein alter arnorischer Fluchtweg und da die Waldläufer ja Nachfolger oder Nachfahren der Arnorer sind, kennt Aragorn als ihr Anführer natürlich diese Wege. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich glaube, rechts müssen wir nicht lang. Wir müssen, glaube ich, weiter den Weg folgen, der leider hier zu Ende ist. Also hier haben sie es ein bisschen abgeschnitten. Wir kommen ja leider nicht durch. Natürlich könnte man sich eigentlich schon da durchquetschen. Aber die Karte endet nach Norden hin an der Stelle. Deswegen geht es hier nicht weiter für uns. Das ist vermutlicherweise zumindest irgendwie der Schleichweg, den Aragorn genommen hat. Und vor allen Dingen hier nach Norden ist auch Gandalf geflohen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, Gandalf ist auf Schattenfels Rücken von Bre nach Osten aufgebrochen zur Wetterspitze hin. Denn dort wollten sich Aragorn und Gandalf eigentlich treffen. Dummerweise hat Gandalf keine Zeit gehabt, lange... Oh, Mist, hier wollte ich eigentlich nicht rein. Lange irgendwelche Botschaften zu hinterlassen oder auf sie zu warten, denn er wurde von den Nazgul gestellt. Er hat gegen sie gekämpft und hat vier auf sich gezogen und ist von der Wetterspitze nach Norden geflohen. Dabei hat er halt vier Leute an sich gezogen, die dann bei ihm waren und die dann nicht verfügbar waren, um die anderen zu nerven. Was denen wahrscheinlich den Arsch gerettet hatte ich ja schon mal an anderer Stelle erwähnt. Und Gandalf ist dann nach Norden geflohen in die Ettenöden rein. Sehen wir die hier? Ja, hier einsame Lande, hier drüben sind dann die Ettenöden. Die Ettenöden sind sehr zerfurcht und... Ich werde angegriffen. Sauerei. Die Ettenöden sind sehr zerfurcht und nicht für ein Pferd gangbar. Deswegen, nachdem Gandalf die Nazgul abgeschüttelt hatte, hat er sich von Schattenfell verabschiedet. Hat ihn wieder entlassen. Schattenfell ist dann von sich aus wieder nach Rohan in seine Heimat zurückgekehrt. Und Gandalf ist dann zu Fuß durch die Ettenöden marschiert, wo es ganz viele Trolle gibt und so weiter, und ist dann über den Norden nach Bruchtal gekommen. Hier ungefähr, hier ist Bruchtal. Genau, ist er über die Ettenöden von Norden her gekommen. Ist auch, ich glaube, nur einen Tag vor Aragorn und den Hobbits angekommen oder so. Ich weiß es gar nicht. Nicht viel früher, auf jeden Fall. Was halt daran lag, dass er dann auch zu Fuß unterwegs war. So, durch diese Furt sind wir ja vorhin schon mal. Die Furt ist, für uns uninteressant, aber der Weg dahinter ist interessant für uns. Bist du eine Fledermaus? Ja, tatsächlich. Hätte ja sein können, dass es ein Kräbein ist, aber ich glaube, das Gebiet ist nicht mehr ganz das Zielgebiet für die Aufgabe. So, vorhin sind wir ja von da drüben gekommen. Nein, Wolf, lass mich in Ruhe. Jetzt gehen wir hier nach Osten rein, denn hier ist das Orklager. Und wir sehen eine weiße Hand. Überlegt er sich's anders? Nein, er überlegt sich's nicht anders. Ich muss gegen ihn kämpfen. Naja, was soll's. So, erledigen wir den mal kurz. Ach, siehst du mal, ich muss Wolfspelze sammeln. Ach ja, stimmt. Das mache ich aber gleich wieder raus. Das war ja die Aufgabe, die ich hier am Mückenwasserpass angenommen hatte.
Die hat nichts mit Kanda jetzt zu tun. Das wollte ich ja später mal machen. So, los geht's. Oh. Das ging ja schnell. So, ich stelle mich einfach mal hier rein. Das macht die Falle schon von sich aus, den Töten. So, weiter geht's. Jetzt sind wir in Rauschsprung angekommen. Im klarsten Wasser hier. Das ist bestimmt arschkalt, nehme ich an. Also ich wollte nicht drin rumlaufen. Ich finde es auch immer erstaunlich, wie die so unglaublich schnell rennen können, während sie hüfthoch im Wasser stehen. Aber gut, gut, ich will nichts sagen. Es sind Helden. Helden können vieles, was normale Leute nicht können. Okay, und jetzt geht es los mit Orkklatschen hier im Lager. Wir sehen, da steht es auch, Soldat der Weißen Hand. Jeder, der sich ein bisschen mit Herr der Ringe auskennt, weiß, was die Weiße Hand bedeutet. Das sind Diener Sarumans. Darauf wird hier, glaube ich, gar nicht näher eingegangen, dass das Diener Sarumans sind. Aber wir nehmen es einfach zur Kenntnis. Saruman hat seine Finger auch hier im Spiel. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch gar nicht deutlich genug gesagt in der letzten Aufnahmesession bei Lutz Farning. Lutz Farning gehört auch mit, der steht auch mit auf der Gehaltsliste von Saruman letztendlich. Und im Breland und auch im Auenland wird immer mal wieder von Scharrer geredet. Und Scharrer ist ein anderer Name für Saruman. Ich glaube, da oben in der Region hat er einfach die Leute angeworben und hat dabei den Decknamen Scharrer benutzt. Oder ich weiß nicht, was genau es mit dem Namen auf sich hat. Auf jeden Fall ist Scharrer gleich Saruman. Und wir haben soeben Kandais Bogen gefunden. So, das heißt, die erste Aufgabe ist schon mal erledigt. Wir sind nicht nah genug dran. So, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich den da. Ach, Mensch. So ein Ärger. Die Falle völlig umsonst aufgebaut. Was soll's. Ich habe jetzt übrigens auch einen neuen Skill über meine... hier über den Skillbaum dazu gekriegt. Als Jägersmann. Als Blue Liner sozusagen. So, jetzt kann ich die Falle doch noch benutzen. Zack. Oh, das war ein bisschen sinnlos. Was machen wir denn da? Machen wir mal so. Das war's für ihn. Und er ist auch hinüber. Wunderbar. Ne, was wollte ich sagen? Ja, genau. Über meine Skill-Leiste hier. Und zwar gibt es hier den Spaltschuss. Der Spaltschuss kann gleichzeitig auf mehrere Ziele schießen. Das könnte uns ganz praktisch werden, wenn wir mal in Gruppenkämpfen verwickelt werden. Das ist dieser mit dem dunkelroten Hintergrund hier. Der gibt auch plus 1 auf den Fokus. Deswegen habe ich den da vorne schon mit hingelegt. Also meine Ordnung ist ja prinzipiell hier vorne 2 Nahkampfangriffe, dann alles, was plus Fokus bringt und hier hinten die Fokusverbrauchenden. So habe ich mir das jetzt geordnet. Und das funktioniert bisher eigentlich ganz gut, wobei ich zugeben muss, dass ich meistens eigentlich mit dem Kampf, vor dem Kampf den Fokus auflade und dann einfach die Fokusverbrauchenden Skills nehme. Das ist doch am einfachsten, geht am schnellsten und ja, du brauchst halt auch am wenigsten Angriffe. Und du hast keine Ladezeit für die Angriffe. Was ja bei den Fokus aufbauenden Skills immer ein Problem ist. Du hast immer eine Ladezeit davor. Eine Vorbereitungszeit. Ich habe übrigens auch, während ich abseits war jetzt der Aufnahme, hier mal ein bisschen weitergemacht. Drechsler habe ich jetzt Lehrling und Geselle voll. Fürster habe ich Lehrling und Geselle voll. Bei beiden ist der Experte schon relativ weit fortgeschritten. Was ich gar nicht mache, ist der Bauer, weil er einfach sinnlos und uninteressant ist. Deswegen lasse ich den weg. Mich interessiert nur der Drechsler und in dem Zusammenhang auch der Fürster. So, den schnellen Bogen wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, was soll's. Dann machen wir das mal. Können wir den Spaltschuss da eigentlich mal ausprobieren? Ja, das funktioniert gut. Das kann man so für sich annehmen. Sehr schön. So, mal kurz den Fokus aufgeladen. Die Kisten haben wir bald auch voll, die Schatullen. Also ich sage ja, man kann das schon wirklich nebenbei mitmachen, deswegen habe ich die direkt mit angenommen. Und wir müssen uns sowieso hier Stück für Stück über die Brücken immer weiter nach oben vorarbeiten. Denn dort drüben, natürlich am hintersten Ende, ist das Lager von Uzor, dem Anführer der Orks der Weißen Hand, in diesem Lager.
So, oh, schon wieder ein Stahlschlüssel. Das ist ja Wahnsinn, Mensch. Was habe ich denn für ein Glück in letzter Zeit? Die Dinger sind sau selten und ich habe schon ewig keine mehr gekriegt. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen, als ich gelevelt habe, erst einen gekriegt und jetzt schon wieder einen. Habe ich schon zwei Stahlschlüssel hier, Mensch. Verrückt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber finde ich gut. Hab nichts dagegen. So, Uzor. Wollen wir dir mal zu Leibe rücken, wa? Okay, ich habe die Falle gar nicht erst gebraucht gegen ihn. Das ist in Ordnung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon so schnell geht, aber gut. Wir sind halt schon Mighty Motherfuckers mittlerweile. Vielleicht kann ich ihn ja hier reinlocken. Komm, tritt in die Falle. Sehr gut. Okay, da haben wir auch die 8. Schatulle. Und die Ork-Befehle, die wir beschaffen wollen, liegen ja auch ganz frei rum. Schon wieder ein in der Ork-Sprache verfasster Brief. Das ist natürlich blöd, denn wir beherrschen die Ork-Sprache nicht. Es ist übrigens auch so, eigentlich ist es unrealistisch, dass diese Briefe... unrealistisch ist ein geiles Wort im Zusammenhang mit Fantasy, ich weiß. Eigentlich ist es aber unlogisch, dass diese Briefe in der schwarzen Sprache geschrieben sind. Denn die schwarze Sprache ist eine verhunzte Abart der elbischen Sprache, die, oder? Lieg ich da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist sie unschön und tut den Elben auch weh, wenn sie die hören, glaube ich. Ich glaube, die kriegen Kopfschmerzen davon. Das sind ja so kleine Sensibelchen, wisst ihr? Auf jeden Fall wird die in Mordor gesprochen. Und das hier sind ja die Orks der Weißen Hand. Das heißt, sie gehören zu Saruman. Der hat nichts mit Mordor zu tun. Warum sollten also diese Orks die schwarze Sprache benutzen? Es ist tatsächlich so, unter den Orks haben eigentlich die einzelnen Stämme, da gibt es ja verschiedene, es gibt ja die Nebelgebirgs-Orks, es gibt verschiedene Ork-Stämme aus Mordor, wie die Uruks und auch ein paar Untergeordnete da. Die haben verschiedene Sprachen. Die sprechen genauso verschiedene Sprachen, wie es auch die verschiedenen Menschenstämme tun. Und es ist tatsächlich so, weil Orks von sich aus keine Kultur aufbringen können. Klingt blöd, ist aber so. Hat damit zu tun, dass... Moment mal kurz, ich muss mir mal Licht machen hier. So, es wird dunkel. Hat mit der Entstehungsgeschichte der Orks zu tun. Die Orks sind ja von Melkor geschaffen worden. Oder Morgoth, wie auch immer man ihn nennen möchte. Der war quasi der Lehrmeister von Sauron und war noch viel, 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 viel böser als er. Also Sauron ist ein Witz gegen Melkor. Kann ich dich für mein Quest mit missbrauchen hier? Hallo? Hallo? Ich töte ihn einfach mal. Ja, und ja, tatsächlich, sehr gut. Da ist es ja so, Melkor hat die Orks geschaffen als verzerrte Abbilder der Elben. Es gibt ja auch die Theorie, dass die Orks im Prinzip Elben sind, die den den Experimenten, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, den Spielereien von Melkor erlegen sind und dann verhunzt wurden sozusagen. Mit Orks ist es übrigens genauso wie mit Elben, die pflanzen sich über Sex fort. Die werden nicht in irgendwelchen Erdgruben geboren, wie das bei dem Herr der Ringe Film ist. Da wird das ja mal gezeigt bei Saruman. Sondern die haben Sex und pflanzen sich auch so fort. Und deswegen gibt es auch Halborks. Und was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach ja, genau. Die haben aus diesem Grunde, weil sie eben von Melkor geschaffen wurden und im Prinzip nur ein Abklatsch der Elben waren, so wie alle Wesen, die Melkor geschaffen hat, nur ein Abklatsch von irgendwas waren. Die Trolle waren wahrscheinlicherweise ein Abklatsch der Ents. Sicheren Zeiten sind deswegen haben die auch keinen inneren Antrieb, eine eigene Kultur aufzubauen. Und machen es eigentlich so, wie Melkor es auch getan hat. Sie kopieren und verhunzen eigentlich nur das, was da ist. Und deswegen sprechen die Orks untereinander zur Verständigung eigentlich auch Westron, also die allgemeine Sprache der Westvölker. Und deswegen verstehen die Menschen meistens auch eigentlich, was die Orks sagen, wenn verschiedene Orkgruppen miteinander interagieren, weil die dann eben in der Regel Westron sprechen und nicht die schwarze Sprache. Ist ein bisschen merkwürdig hier. Mensch, was ist hier rumphilosophiert? Das ist Wahnsinn. Was benötigt ihr? So, da wir Kandaevs Bogen gefunden haben, braucht er seinen Ersatzbogen nicht mehr. Der ist mittlerweile allerdings leider schlechter als der, den ich schon gefunden habe. Den habe ich tatsächlich gefunden, den Bogen aus dem Bockland, in irgendeinem Kampf. Finde ich gut. Ich nehme den trotzdem mal den Ersatzbogen, um ihn zu verkaufen. Weil wir ein kleines bisschen mehr Geld kriegen, als für die Kellebrandsalben.
So, Vorbereitung auf den Zug. Seid gegrüßt. Gut. Abgeschlossen. Können wir beiseite legen. Ich nehme mal kurz das Quest ab und dann kommen wir wieder zum Hauptquest. Wie kann ich zu Diensten sein? Ein weiterer Brief, der in der schwarzen Sprache verfasst ist, Algier. Und auch dessen Bedeutung bleibt mir wieder verborgen. Im Gegensatz zum letzten Brief trägt dieser jedoch das Zeichen der weißen Hand. Ich muss herausfinden, welche Nachricht sich dahinter verbirgt, Algier. Dies ist keine Aufgabe für euch, Algier. Wie oft wirst du eigentlich noch meinen Namen sagen? Ich bin endlich auf Informationen über den Aufenthaltsort von Radagast gestoßen. Aber es gibt da etwas, das ihr zuvor sehen solltet. So, wir schauen mal kurz. Das dachte ich mir. Das ist alles nicht so gut, wie ich es gebrauchen könnte. Dann nehmen wir mal wieder das, weil es einfach mehr wert ist. Was benötigt ihr? Kapitel 4. Licht in der Dunkelheit. Als ich aus den östlichen Landen zurückkehrte, wurde der Nachthimmel über der Wetterspitze von hellen Blitzen aus weißem Licht erleuchtet. Genau wie bei einem Gewitter. Doch keine einzige Wolke verdunkelte den Himmel. Ich glaube nicht, dass es ein gewöhnlicher Sturm war, der Amon Sul in dieser Nacht heimsuchte. Ich möchte, dass ihr die Ruinen auf der Wetterspitze untersucht. Vielleicht findet ihr ja etwas. Wenn ihr etwas Ungewöhnliches entdeckt, dann kehrt unverzüglich zu mir zurück. Sucht auf dem Gipfel der Wetterspitze nach ungewöhnlichen Dingen. Das tun wir. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, der Blitz, der da oben auf der Wetterspitze beobachtet wurde, von denen hat uns ja auch schon Seradan berichtet. Ich weiß nicht, ob das zwei verschiedene Blitze sind, ehrlich gesagt. Vielleicht, das würde eigentlich von der Chronologie her... Moment mal. Würde das bald mehr Sinn machen? Wenn ich schon zwei Kräbein hier habe, dann mache ich die auch noch platt, um das Quest dann auch zu vervollständigen. Also es kann auch sein, dass es zwei verschiedene Blitze sind. Ich weiß eigentlich nur von einem Blitz und das ist, oder von einem Blitzfeuerwerk besser gesagt. Und das hat mit Gandalf zu tun, weil Gandalf eben oben auf der Wetterspitze ist und dort von den Nazgul gestellt wird. Er verursacht die Blitze im Kampf gegen die Nazgul und flüchtet dann. Und genau aus diesem Grunde werden wir dort oben... Ich weiß gar nicht, ob wir Spuren eines Kampfes sehen, ich glaube aber schon. Ach, hier hätten wir auch noch einen Krabbein gehabt. Naja, was soll's. Ich reite jetzt mal auch direkt durch, selbst wenn die uns jetzt angreifen sollten. Ist mir jetzt egal. Sieht aber schön hier aus, oder? Es hat so ein bisschen mediterranes Flair, finde ich. Ich persönlich brauch's da nicht immer so unglaublich saftig grün. Mir gefällt auch sowas. Also ich muss sowieso sagen, mir gefallen die einsamen Lande unglaublich gut vom Aussehen her. Und, nee, ich weiß gar nicht, ob wir da oben überhaupt Kampfspuren sehen. Aber wir finden ein Signal, ein Zeichen von Gandalf. Er hat ja keine großartige Zeit gehabt. Cooler Baum. Sieht ein bisschen verpixelt aus, weil es auf die Entfernung ist jetzt gerade, aber ist trotzdem cool. Nee, er hat nicht viel Zeit gehabt, aber einen kurzen Moment hat er doch gehabt, um eine ganz kurze Botschaft zu hinterlassen. Wieso sind denn hier so viele Kräbein? Oh, ich bin falsch. Ich sehe es, ja. Ich bin in eine Sackgasse gereitet. Haha. Geritten. Verzeihung. Na, schwer ist das Deutsch manchmal. Ja, ja. Nee, wir machen weiter nach hier oben. Die Kräbein könnten mal wieder von mir ablassen, das wäre schön. Denn ich möchte gerade noch was sagen und zeigen und machen. Lasst mich! Lasst mich! Lasst mich! Lasst mich! Kräbein! Lasst mich! Geht doch! So, hier oben bin ich nämlich schon... Oder bin ich hier schon zu weit? Nee, ich glaube, das ist noch hier. Genau. Aragorn und die Hobbits werden nämlich beim Aufstieg auf die Wetterspitze in einer Senke angegriffen. Und ich nehme mal an, dass mit der Senke vielleicht dieser Ort hier gemeint sein könnte. Es gibt keine richtigen Senken in diesem Aufstieg, aber ich nehme mal an, dass das bloß so ein vorübergehender Abfall nochmal sein wird, bevor dann wieder der Aufstieg kommt. Das zumindest habe ich darunter verstanden, unter dieser Senke. Und in dieser Senke ist ein Lager der Waldläufer, in dem es, ich glaube, Holz für ein Lagerfeuer und auch Proviant gibt. Denn die Waldläufer haben überall einfach solche kleinen Proviantlager angelegt. Dort machen sie Rast und von da aus brechen, oh Gott, ich kann es euch gar nicht sagen, Aragorn und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Merry und Frodo, ich weiß es nicht mehr genau, brechen auf zur Spitze. Vielleicht ist es auch bloß Aragorn und Frodo oder sowas. Ich weiß es nicht genau mehr. Die brechen jedenfalls auf zur Spitze. Die anderen bleiben im Lager zurück und schauen sich dort um. Und in dieser Senke, wenn dann alle wieder sich dort treffen, dort werden sie dann von den Nazgul angegriffen. Es könnte auch hier sein. Hier ist auch nochmal, das ist eher so eine Senke und ist auch eine schmale Stelle.
Es würde ja Sinn machen, wenn man von übermächtigen Gegnern angegriffen wird, dass man an eine schmale Stelle geht, weil man dann die Möglichkeit hat, dass nicht alle auf einmal angreifen, dass man nicht umzingelt wird, sondern dass man einen nach dem anderen bekämpfen kann und relativ kompakt verteidigend steht. Eine Lehre, die man zum Beispiel aus 300 ziehen kann.